Eine ungewöhnlich aussehende Spezialität, aber langsam gegart schmeckt diese Agave angeblich ähnlich wie eine Artischocke. Jedes Jahr feiern die Cahuilla-Indianer im Süden Kaliforniens mit einem Fest die Wüstenpflanze, die ihren Vorfahren Notzeiten überstehen half. Die Cahuilla sind ein kleiner und nicht sehr bekannter Stamm der nordamerikanischen Ureinwohner. Mit öffentlichen Veranstaltungen wie dieser wollen sie auf sich aufmerksam machen und ihre Traditionen bewahren. Die Leute meinen, dass es in dieser Region gar keine Indianer gab. So können wir ihnen zeigen, ja, wir sind noch da und wir halten einige unserer Traditionen aufrecht. Ungefähr 1000 Cahuilla leben in diesem Reservat ein paar Autostunden südlich von Los Angeles. Doch nur wenige sprechen noch ihre eigene Sprache und können traditionelle Lieder wie dieses singen, in dem um Regen gebeten wird. Auf dem Festival können die Besucher derweil weitere wenig bekannte Spezialitäten probieren, etwa Kaninchengulasch mit pürierten Eicheln und gegrilltem Kaktus. Die Einnahmen fließen in das Museum des Reservats. 1964 gegründet ist es das älteste in Kalifornien auf Indianerland. Die Kuratorin ist eine Französin. Es gibt gegenwärtig eine Erneuerungsbewegung in der Identität der amerikanischen Indianer. Die Leute sind wieder stolz, Indianer zu sein. Mehrere Generationen, kleine Mädchen und Jungs, lernen Cahuilla zu sprechen und Körbe zu flechten. Die Cahuilla können sich der um sie herum dominierenden Massenkultur nicht entziehen. Doch wenn sich ihre Kinder wieder dafür begeistern lassen, werden ihre eigenen Traditionen nicht aussterben.